Mit dem Rauchverbot im gesamten öffentlichen Raum, wo am 1. September in Kraft tritt, wird das Bild von rauchenden Menschen auf der Strasse verschwinden. Doch jetzt gibt es eine Lösung für die, die draussen weiterhin rauchen wollen. Swisscom hat vor 3 Wochen sowohl vom Bundesamt für Kommunikation wie auch vom kantonalen Zürcher Hochbauamt die Bewilligung bekommen, ihre Telefonkabinen zu Fimoirs umzubauen. Optisch sehen die Kabinen nicht viel anders aus als vor ihrem Umbau. Nur an der Aufschrift und an der Box auf dem Dach sieht man ihnen an, was sie sind. Sie können jetzt die Kabine mit dem Handy per SMS aufmachen. Dann geht die Tür auf. Und mit der Tür automatisch, die aufgeht, geht auch der Dampfabzug los. Der saugt alle Rauch direkt auf, tut einen Filter und oben im Tank sammeln. Alle 2 Wochen kommt ein Lastwagen vorbei, holt den Rauch ab und tut dann einem Sondermüll zuführen. Telefonieren können Sie weiterhin an, da hat es jetzt auch noch das Telefon drin, in diesen Kabinen, die rentabel sind. Über die Rentabilität von Ihren Kabinen muss sich Swisscom in Zukunft keine Sorgen mehr machen. Selbst wenn nur jede 10 in der Schweiz verkauft Zigaretten zu einem Preis von 1 Franken in so einer Kabine geraucht wird, sind das 1,25 Milliarden Franken. Will sich Swisscom eine goldene Nase an den Raucher verdienen? Wenn wir es gut machen, können wir sicherlich ein wichtiger Player in diesem Markt in der Schweiz werden. Das heisst, es gibt noch andere Unternehmen, die Ihnen in dem März folgen. Ähnliche Initiativen haben andere Unternehmen lanciert und wir bewegen uns jetzt da in einem offenen Wettbewerb und müssen schauen, wer erfolgreicher ist. Aber es ist eine eigene, ureigene Initiative der Swisscom. Wie viel Fimoirs Swisscom wird einrichten, ist noch nicht bekannt. Also geniessen Sie Ihre Zigaretten von aussen an. Bald ist es unter freiem Himmel Ihre letzte.